Sorg wegen Dembélé erleichtert. Dass Ousmane Dembélé den FC Barcelona mit geschwänzten Trainingseinheiten, angeblichen Wechselgedanken und grundsätzlich mangelnder Einstellung auf Trab hält, wundert Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nicht. Jetzt, da er in Barcelona spielt, bei einem der größten Clubs der Welt, treten diese Disziplinlosigkeiten offenbar immer noch auf, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich nehme mit Erleichterung zur Kenntnis, dass das also keine Sache war, die irgendwas mit den Verhältnissen hier beim BVB zu tun hatte, so der 56-Jährige. Der Franzose hatte seinerzeit so beharrlich gestreikt, dass Dortmund am Ende kaum eine andere Möglichkeit blieb, als ihn an die Katalanen zu verkaufen. Tönnies plant mit Heidel und Tedesco. Schalke-Boss Clemens Tönnies will langfristig an Sportvorstand Christian Heidel und Trainer Domenico Tedesco festhalten. Bei Tedesco gibt es nicht den Ansatz eines Zweifels, dass er uns aus dem Tal führen wird. Und zwar dahin, wo wir hingehören, sagte Tönnies der Bild. Heidel stellte der 62-Jährige bereits eine Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrags in Aussicht. Ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir verlängern. Auch er selbst will in Gelsenkirchen noch einiges bewegen. Ich möchte 2019 wieder für den Aufsichtsrat kandidieren. Es ist viel getan, aber es ist noch viel zu tun, erklärte Tönnies. Boca klagt vor dem CAS. Die Boca Juniors haben beim Internationalen Sportgerichtshof Klage auf eine kampflose Wertung des Endspiels um die Copa Libertadores zu ihren Gunsten eingereicht. Trotzdem wollen sie zum entscheidenden Match am Sonntag gegen River Plate in Madrid antreten. Durch die Einschaltung des CAS könnte das Finale im Falle einer Niederlage der Boca Juniors noch ein juristisches Nachspiel haben. Fans von River Plate hatten den Teambus des Erzrivalen vor dem Finalrückspiel angegriffen und so für eine Spielabsage gesorgt.